Yo, meine Lieben, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier beim Rollercoaster Tycoon World in unserem Tycoon Park. Das ist aber auch verkehrt. Was hatten wir denn letztes Mal gemacht? Ich glaube, Europa Park war es. Europa Park. Zack, hoch. No, 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 das muss schon richtig sein. Ich glaube, so hatten wir den genannt. Ja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben letztes Mal angefangen hier mit diesem, ja, Western-Bereich. Wie auch immer. Das Blöde ist ein bisschen die Textur. Die kann man nicht anders ändern. Also da gibt es nichts, was da so richtig zu passt eigentlich. Deswegen hatten wir dann gesagt, naja, sehe ich jetzt erst das hier oben. Dass sich das da oben ändert. Also, wenn man das Fenster öffnet, sage ich mal, dass dann hier so ein Rahmen ist. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ist das überall so, wenn man was macht? Nee. Was hängt da? Gerade angefangen und schon kaputt. Nee, doch, geht. Ja, genau. Wir hatten hier unser schönes Geisterhaus. Dann wollten wir uns hier noch ein bisschen drum kümmern. Das gefällt mir auch nicht wirklich hier, muss ich echt sagen. Das sieht, wenn ich das mal so sagen darf, scheiße aus. Ah, ich hab's gebaut, natürlich darf ich das sagen. hier wollten wir was reinsetzen. Genau, hier wollten wir. Ich glaube, das Western-Riesenrad war es. Das wollten wir hier reinsetzen. Genau, das machen wir auch mal jetzt. Das setzen wir, würde ich sagen, hier so hin. Genau. So. Dann brauchen wir auch mal den Eingang. Aber das mit den Fußwegen ist jetzt richtig, ne? Der Fehler ist mit dem letzten Update behoben worden. Das finde ich gut. Ranch-Stil nehmen wir natürlich. Einmal und den Ausgangsbereich, dann nehmen wir natürlich Erde. Dann öffnen wir das Ganze. Wir müssen noch nicht ganz so weit. Wir müssen den Zaun hier noch ein bisschen zu Ende bringen. Ich würde fast sagen, wir setzen den Weg einmal neu an und setzen den ein Stück weiter hier ran, weil hier passt ja jetzt kein Zaun mehr dazwischen. Lass uns das mal kurz machen. Einmal. Welcher Weg ist denn das? Der hier, glaube ich. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass er so ein bisschen hier. Ja, genau so. Perfekt. Ah. Modify der. Genau, so habe ich das gewollt. Dann können wir hier auch noch mal eben den Zaun zu Ende ziehen. Ne, der hier ist es. Und dann machen wir jetzt wieder so ein Anfangspfeiler. Ah doch, das ist schon okay. Vielleicht sollten wir auch mal wieder einen Mülleimer bauen. Schmeißen die alle wieder den Müll hin. Seid doch nicht zu Hause hier, sag mal, was ist denn los? Zu Hause könnt ihr das machen. Kein Benehmen der Menschen, ne? Sehr realistisch. Jetzt hier natürlich nicht ganz. Das ist schade. Dann machen wir das hier. Wir machen hier so einen kleinen. Das ist hier so ein bisschen schief, sag ich mal. Das ist hier ein bisschen blöd.
hier so einen Eckpfeiler noch mal reinhauen. So würde ich sagen. Das jetzt hier. So, jetzt gucken. So machen. Ich kann hier. Kurz weg, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter drehen. So. Genau, fast so ist gut. Ja, das muss ja genau. Ne? So. Genau. Wie gesagt, wenn er so ein bisschen schief ist, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das passt ja eigentlich zu so einem Zaun. Und dann können wir noch mal eben gucken, ob wir hier drüben mal, ob wir hier schon eine Achterbahn hinbauen oder nee, das wäre auch gut, oder? Jetzt hier schon Achterbahn, das passt überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir machen hier Nervenkitzel-Attraktion hin. Lass uns doch hier mal sowas hinmachen. Ist aber ein bisschen sehr klein. Ja, egal. Dann bauen wir hier hin. Mal die. Ich würde sagen, einmal die. Und dann schließen wir hier an und machen den Weg hier nach drüben auch nochmal lang. Aber kurvig. Nicht genug Geld. Cool. Wir sind pleite. Das war's. Tja. Das passiert. Aber immerhin den Eingangsbereich kriegen. Nicht genügend Geldmittel. So. Zumindest das haben wir. Lass uns mal kurz gucken. Nummer 12,5. Ach, nicht schließen. Mensch. So, jetzt sollten wir uns den Ausgang leisten können. Nehmen wir den jetzt auch mal den hier. Ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt hier nicht bauen. Was ist denn da los? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja gut, egal. Wir machen es neu. Dann machen wir den halt gerade. So. So. Und der kommt so. So, jetzt aber. Weiter geht's. Das wäre auf jeden Fall keine Attraktion für mich hier. Nee, nee, nee. Das hier vielleicht schon eher, aber... Ja.
Nee, wenn es nicht sein muss. So, wie viele Besucher haben wir denn hier? 580 gleich, das ist ja super. Du solltest deine Flachattraktion mit dem Weg verbinden. Achso, ja, das haben wir ja schon. Fehlt ein Park an Freunde weiter. Das ist aber sehr freundlich von euch. Ah, wir könnten ein Darlehen aufnehmen jetzt auch. Dann würde ich sagen, wir machen das tatsächlich mal und sollten dann mal gucken, ob wir vielleicht mal so eine Marketing. Kann ich doch gar nicht. Also, erreiche einen Parkwert von 10.000. Ja, das dauert noch einen kleinen Moment, aber so weit weg sind wir auch nicht mehr. Und dann können wir ja aber mal gucken, ob wir hier so ein wirklich mal eine Marketingaktion starten. Kinder- und Familienattraktion. Ich kann mich erinnern, es gab auch mal so Attraktionen, beziehungsweise, dass man Gutscheine verschenken konnte. Dann gab es Marketingkampagne für den Park, also nicht für bestimmte, hier in dem Fall Achterbahn oder für den Westernbereich, sondern für alles, für den gesamten Park. Das fand ich ganz cool. Oder halt, ne, dass man Gutscheine für einen halben Eintritt oder irgendwie sowas machen konnte. Das war eine gute Sache. Naja, ein bisschen Getümmel ist hier oben, aber wenn man mal guckt. Ein bisschen Getümmel sieht man von hier oben, so. Aber es sieht ein bisschen leer und vor allem ziemlich kahl aus. Wir sollten da wirklich jetzt mal dabei gehen und uns ein bisschen was einfallen lassen. Das also ein bisschen hübscher wird. Hier. Ein bisschen bergig machen oder. Wie doll das ist hier. Ah ja, das ist auch gut. Dann sieht man den Bereich hier nicht so. Hey. Das sagen. Oder so machen. Okay, so viel hat es jetzt auch nicht gemacht. Aber jetzt setzen wir ein paar Kugeln hin. Dann gucken wir das. Pass mal auf, dann machen wir das anders. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Hier gab es ja auch mal die Textur Erde. Die wurde mit dem letzten Update rausgenommen und in Sand geändert. Finde ich sehr schade. Vielleicht kommt er nochmal wieder zurück. Ich will es hoffen. Weil das hätte hier jetzt natürlich hingepasst. Hibiskus dazwischen. Jetzt hätte hier die Textur Erde, hätte ich hier jetzt natürlich wunderbar gepasst. Und dann machen wir hier noch.
Na, komm schon. So, gerade. So, das mal ein bisschen an aus der Nähe. Vielleicht mit E. Vivian M. Oh, ist auf jeden Fall besser als vorher. Ja, besser als vorher ist es. Definitiv. Aber ist natürlich nicht genug. Hier muss auch noch was hin. Was haben wir denn hier jetzt für Felsen? Hier haben wir diese dunklen genommen, genau. Können wir hier doch eigentlich eine solche hinsetzen. Ein bisschen. So, dann machen wir hier auch wieder so ein bisschen. Hier gibt es noch so kleine. Kleine Waldpflanzen. Was habe ich hier denn eigentlich hingesetzt? Noch ein Lied hier. Klein ist der Kleine. Das passt ja. Genau, so. Und dann können wir hier eigentlich auch noch mal welche hinsetzen. Keine hinpassen. Hier. Na, was ist hier mit uns? Geister raus. Geister raus. Hm? Genau, Geister raus aus dem Geisterhaus, es ist defekt. Nein, Geisterhaus ist defekt. Not halt. Ist nicht so schlimm, wir haben ja Techniker, da haben wir uns ja diesmal schon rechtzeitig drum gekümmert. Die sind hoffentlich schon auf dem Weg. Oder zumindest einer. Muss gleich mal gucken, wie viele wir überhaupt haben. Wir haben jetzt auch ein paar Attraktionen mehr. Was ist jetzt noch kaputt? Riesenrutsche 1 ist defekt. Na sowas. Wer das schon wieder war. So, jetzt kommen wir. Ja, bei den Bäumen war es, genau. Aber Hibiskus. Also ein bisschen was Buntes hier zwischen. Sieht das nicht ganz so langweilig aus. Dann noch ein paar Ahornbäume hier mit hin. Wenn jemand von euch das Spiel spielt und das mit dem Wasser verstanden hat, also irgendwie wollte das ja nicht, als ich das mal probiert hatte. Gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich da eigentlich auch gerne mal mit dem Wasser arbeiten würde, aber ja, wenn es nicht funktioniert, brauche ich es nicht probieren. So, sieht doch schon ein bisschen anders aus hier. Hier jetzt durchgeht, ja, ist auf jeden Fall besser. Ne? Dann können wir mal hier mit Jake S mitgehen. Ja, das ist doch schon viel, viel besser. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier so ein bisschen Szenerie noch irgendwas haben. Das hier bitte. Ja, das nicht. Das gibt's hier gar nicht, ne?
So Statuen oder irgendwas. Das ist ja schade. Wo hab ich die jetzt? Nee. Springen. Das ist ein bisschen groß. Können wir uns aber überlegen, ob wir so einen hier hinstellen. Der ist ein bisschen klein. Na, der braucht einen, sagen wir mal, einen besonderen Platz. Was können wir denn da machen? Das ist jetzt auch nichts so Besonderes hier. Da kommen, setzen wir die hier hin. Wahrscheinlich. Aber den Baum müssen wir dann verschieben. Das sieht sonst, glaube ich, ein bisschen eigenartig aus. Ein bisschen. Naja, immerhin etwas. Aber so kleine, kleinere Statuen oder irgendwas, was man so hinstellen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Bisschen, bisschen wenig. Mal sagen. Oh, der ist groß. Naja, gut. Ja, Leute, ich würde sagen, für diese Folge war es das. Oh, das ist, hier ist es aber recht voll. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja. Dann sage ich erstmal wieder einen schönen Tag noch euch allen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!